In einem ersten Schritt, wenn man das Passwort speichern, damit man es nicht jedes Mal von neuem eintöckeln muss. Für das gehen wir auf Einstellungen und scrollen so weit oben runter, bis wir zum Punkt Accounts und Passwörter kommen. Bei App- und Webseitenpasswörtern musst du eventuell einen Code eingeben. Du kommst auf eine Liste mit all deinen gespeicherten Passwörtern. Besonders kannst du ein Passwort hinzufügen. Wichtig ist, dass du hier wirklich nur www.matz.ch/mymatz eingibst. Falls du den Benutzernamen und das Passwort vergessen hast, findest du die beiden Informationen in der geschlossenen Facebook-Gruppe im Foti zuoberst oben. Sobald du deine Eingaben mit Return bestätigt hast, kommst du zurück auf die Liste. Dort kannst du kontrollieren, ob der Eintrag drin ist und dann kannst du das Fenster zumachen. Von jetzt an können wir einfach den Browser aufmachen, matz.ch/mymatz eingeben und Return drücken. Sobald du auf der Seite bist, kannst du ins Feld Benutzernamen mit dem Finger reindrücken und dann kommt unten die Auswahl deiner Passwörter. Dort wählst du dein Login aus und meldest dich an. In einem zweiten Schritt wollen wir MyMatz auf dem Home-Bildschirm abspeichern und für das müssen wir zuerst den Browser wieder zumachen, indem wir das Fenster nach oben verschwinden lassen. Wir gehen nochmal zurück auf den Startbildschirm, tun den Browser auf und geben matz.ch/mymatz ein. Sobald die Seite offen ist, tun wir uns nicht einloggen, sondern drücken auf das Kästchen mit dem Pfeil unten in der Mitte. Es geht das Fenster auf und vielleicht musst du noch ein bisschen rechts überwischen, damit du zum Feld zum Home-Bildschirm dazukommst. Wenn du willst, kannst du auch noch den Namen abändern. Von jetzt an hast du einen direkten Zugriff auf dein MyMatz. Viel Spass!